halbes, dreiviertel Jahr hatte ich nach der EM letztes Jahr Pause. Natürlich auch aufgrund fehlender Ergebnisse. Und ja, ich habe die Zeit einfach genutzt. Ich habe versucht, nochmal einen Neuaufbau zu machen. Ich habe für mich entschieden, ich will schauen, wo kann ich was machen, wo kann ich noch was ändern, wo kann ich was zulegen. Und ich wollte mir nicht nachsagen, es nicht alles probiert zu haben. Und demzufolge habe ich geschaut, wo kann ich noch was ändern, wo kann ich professionell arbeiten, wo kann ich noch was rausholen. Und ich glaube, da habe ich schon hart an mir gearbeitet und auch verschiedene Bausteine sind der Grund, dass ich jetzt wieder einfach erfolgreicher bin. Ja, bei meinem Technikprofil sind sicherlich die ein oder anderen Sachen dazugekommen. Vor allem in letzter Zeit arbeiten wir an ein paar Überraschungsmomenten, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen habe ich vielmehr einen Plan, was ich auf der Matte verfolgen möchte oder wie ich kämpfen möchte. Das war früher einfach oftmals, ich gehe auf die Matte, mal schauen, so ungefähr. Und das ist doch auch was mich einen großen Schritt vorwärts gebracht hat, glaube ich.